Jo, liebe Leute, es geht weiter mit der Nationalmannschaft. Herzlich willkommen zum Testspiel gegen Italien. Und weiter geht's. So, ich werde wieder natürlich meine Startelf, meine Rautenmannschaft spielen lassen, die ich auch in der... So, Musiala, den hätte ich gerne auf der 10. Havertz kann vorne drin, genauso wie Burkhardt, das ist in Ordnung. Sané, ich gefällt nur die linke Seite noch nicht. Da hätte ich dann gerne doch Wirt. Dann würde ich Musiala auf die 10 ziehen. Auf die linke Seite ziehen. Wirt hinter die Spitze. Burkhardt und Havertz vorne rein. Süle, naja. Mich eher Schlotterbeck rein auf die Seite. Kimmich auf der rechten. Linke Seite Raum. So, ich gucke jetzt gerade mal, wie mein Pavlovic würde ich gerne so ein bisschen auf der Bank haben. Kann Süle gehen. Runter gehen allerdings. War Drogo. Und was kann er denn spielen für Seiten? Zentral und zentral offensiv. Ja, ich hätte gerne ein bisschen mehr Auswahl. Man ist ja letztendlich ist es ein Testspiel. Was ist bei Pavlovic auf die 6? Der spielt nämlich jetzt genau auf dieser 6er Position, der. Ich teste nur durch. Es sind ja bestimmt nicht nur ein Testspiel. Ja. Na dann. Auf geht's, ne? Länderspieltest, ja. Danach geht es nämlich dann weiter schon mit dem nächsten Test, deswegen werden wir da ein bisschen rotieren dürfen. Und dann geht's auf Italien, Deutschland. Ja, Pablo wünscht das auch nicht zu 100% fit, aber das passt schon. Mehr Klasse geht nicht, mehr Spektakel geht nicht. Dieses Spiel hat es in sich. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Wer wird sich durchsetzen? Jetzt erfahren wir es. Bleiben Sie dran. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Und Sie sehen es ja, das Wetter hier ist richtig gut. Am Mikrofon sind heute wieder mal Rollfuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Italien gegen Deutschland. Und erste kleine Annäherung der deutschen Mannschaft. Marc van Bommel hat ein bisschen umgekrempelt, hat einige Talente mitgenommen, die sich zeigen sollen. Das Degen die Nummer 1 im Tor. Ja, er hat seine Karriere ja beendet. Schlotterbeck, Kimmich von Manchester United, Pavlovic von City. Ja, und das kann auch mal, Leute, hör auf mit dem Biss. Bloß keine Verletzung jetzt doch, mit Abrovic ist auch noch was. Der ist ja jetzt Innenverteidiger, aber City hat sich ja durchgesetzt. Wird ja wahrscheinlich jetzt in Innenverteidigung. Ja, ja. Dann haben wir der 23. Und dann fallen alle die 45 hier auf München. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Sané. Ja, Sané. Schlotter weg. Wieder Sané. City probiert einiges. Ja Gott, Deutschland probiert natürlich ein bisschen was. Dafür sind ja Testspiele da. Letztendlich ist es ja wurscht, ob die Spiele verloren werden oder gewonnen werden. Pavlovic. Musiala. Ah, Pippas Musiala.
den ich ja sehr, sehr gerne hätte. Mal gucken, ob er für die neue Saison verpflichtbar ist. Geht da mal einer hin oder lässt du den einfach mal laufen? Der 95 Bastoni. Sieht scheiße aus. Deswegen bin ich froh, dass ich die Nummer nennen konnte. Rüdiger. Pavlovic. Havertz. Ja, Havertz und Musiala, das sind so die ersten Namen, die auf der nächsten Liste stehen, genauso wie Bastoni. Und die erste dicke, dicke Hausnummer hier für Deutschland. Ich glaube, Jonathan Burkhardt war das, der mit der, den an die Latte haut. Ich glaube, der für Everton momentan in der englischen Liga, der in der Premier League bei mir. Aber auch die Italiener. Raum. Pavlovic. Wirtz. Und Sané mit Tempo auf der rechten Seite. Sané, Havertz, Deutschland führt 1-0 bei den Italienern. 24. Spielminute. Kai Havertz. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann fällt das Tor natürlich. Den kannst du auf diese Distanz gar nicht mehr verschießen. Ja, wie gesagt, Havertz und Musiala, die sind so meine Bastoni. Das sind so drei Kandidaten, die ich gerne hätte für die neue Saison. Weil ich halt bei der Innenverteidigung ein bisschen dicht machen muss. Ich brauche halt noch einen gelernten zusätzlichen Innenverteidiger, weil der lebt halt alles andere als souverän ist. Der Pavlovic deutlich besser gefällt momentan. Sané! Und Havertz ist dazwischen. Rüdiger, gut dazwischen. Wirtz. Burkhardt. Komm nicht durch. Ja, beim nächsten Testspiel werden wieder andere Namen auf der Liste stehen, wenn man gerne hätte. Wirtz. Burkhardt. Burkhardt. 2-0 Deutschland! Jonathan Burkhardt, der neue Stürmer da vorne. Man will, wenn man will, ein bisschen was probieren. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Fratesi. Kiel. Neues Kiel. Guter. Oh, dann ist es Flo Wirtz. Flo Wirtz. 3-0 Deutschland. Kurz vor der Pause. Es geht weiter, die deutsche Mannschaft mit drei vorne. Fratesi. Schlotterbeck mal wieder ein bisschen out of order. Aber gut abgeblockt dahin von Rüdiger. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute geht es noch oben drauf. Wieder abgeblockt.
Pause. 3-0 Deutschland. In die Pause. Wirtz, Havertz und Burkhardt. Bitte, komm an. Das Spiel läuft wieder. Im Augenblick ist Italien. Also Havertz, Burkhardt, Wirtz. Für die Leute, die jetzt ein bisschen klug scheißen wollen, mit dem in der Reihenfolge. 3-0 Deutschland. Und jetzt läuft er schon wieder an, der Burkhardt. Und wieder. Diesmal ist der Heber zu cool. Haaland hat im letzten Spiel gegen Villa eingemacht. Heute hat Wirtz eingemacht, versenkt. Also wieder dieser Heber. Und wieder Rüdiger. Kimmich. 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 So, Außenpfosten, Johnny Burkhardt. Da wäre es fast passiert. Es wird gewechselt. So, Moschin raus und Nicolò Zaniolo kam neu rein. Deutschland, Deutschland, die Fans, die feiern ihr Team natürlich an. Deutschland führt mit 3-0 verdient, hätte auch höher stehen können schon. Starke Szene. Kimmich. Und dann dieser Ball, schöner Ball auf Sané, der 4-4 zu viel Platz hat. Mensch, steht da. Auch ein bisschen weit weg. Und dann ist es Havertz. 4-0 Deutschland. Perfektes Timing bei diesem Schuss. Hier das Tor nochmal. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Schön abgeblockt da. Oder beziehungsweise den Angriff der Italiener komplett unterbunden. Havertz verliert da den Ball. Havertz. Jo, das Ding. Kimmich. Schlotterbeck. Wirtz. Sané. Ecke für der Ecke. Freistoß Deutschland. Da kann Fratese, glaube ich, fasse ich mal nicht über eine gelbe Karte. Der Odegaard ist es. Kann man durchaus geben. Und es ist die genau richtige Entscheidung. Sunny. Haben wir jetzt weiterspielen. Spiel. 5-0 Deutschland. Kai Havertz, nee, Jamal Musiala ist es. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann kommt der Abschuss. Ein echtes Problem ist das dann am Ende nicht. So, die deutschen Fans werden jetzt wechseln, und zwar ja, zumindest zweimal. Rocco Reitz wird jetzt gleich kommen. Und Brian Gruder. Für Pavlovic und Havertz. Gruder annehmen, der auch City dran ist. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Also wie gesagt, es kann sein, dass wir nach der Saison eine Großoffensive machen. Wir werden noch eine 6-Saison spielen. Das könnte mal sicher sein, aber müssen wir mal schauen. Vielleicht wird es doch eine etwas.
Marco André Ter Stegen, der wird wahrscheinlich im nächsten Spiel nicht zum Tor sehen. Sunny. Schlotter weg, Sunny. Abseits, Musiala. Ja, Pavlovic ausgewechselt. Hat eine gute, solide Partie gemacht, wie gesagt. Bei City kommt dann natürlich nicht an Rodri vorbei, aber bei der deutschen Mannschaft möchte ja gesetzt sein. Wird jetzt wahrscheinlich in der Innenverteidigung spielen, erstmal. Soll als Innenverteidigung umgeschult werden. Rüdiger, Schlotterbeck. Reiz. Jetzt wäre der Schlotterbeck auch einer für City. Sané. Oh, gute Idee von Deutschland. Das gute Chance Deutschland gab es bei Branian Gruda, der ja mal weiter zu nehmen Kader stand, aber ja, dann noch nicht berücksichtigt wurde, wie wird auch Honko Reiz. Wird auf der rechten Seite. War mal sowas von alleine gerade. So, Deutschland wird jetzt nochmal wechseln müssen oder durchwechseln müssen. Widraogo. Baku und Tom Kraus. Nee, ciao. Kann ich eigentlich durchwechseln? Kann ich eigentlich auch alle mitnehmen? Kann ich auch Kraus bringen? Dann würde ich mich noch als zweit. Jo, kann ich tatsächlich. Dann gehen sie alle rein. Jo, dann ziehen wir es durch. Wenn sie noch zum Einsatz kommen. So, Deutschland wechselt durch. Vier neue nochmal. Fünf neue sogar. Marvin Schwebe, Moment der 22. Wenn eben auch der FC Schalke interessiert sein soll. Ich hatte es vor kurzem bei Transfermarkt gelesen. Der spielt ja in echt noch beim FC. Baku, schönes Ding. Baku macht sein Tor. 0-6. Und der Konter passt. Friede Baku. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sich. In der Nachspielzeit dann noch mit dem nächsten Treffer. Der Konter nach der italienischen Ecke abgefangen. Und dann geht die Nummer. Wilde Fahrt. Kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Und Deutschland. Bastoni. Nein. Eigentlich kein Foul. Raum. Mit dem angeblichen Foul. Für mich war es keins. Für mich war es nur Ball gespielt. Und dann war es das. 6-0 gewinnt die deutsche Mannschaft bei den Italienern. Das erste von zwei internationalen Testspielen. Vorstellung.
Das war heute eine überragende Vorstellung. Keine Ahnung, ich bin im Doppelpark. Wie gesagt, ich könnte auch, also, der könnte auf der City-Liste stehen. Ich würde meine Liste und meine Transferliste mal noch ein bisschen aktualisieren. Da sind so ein paar Leute dabei, die, wo ich überlege, die könnte man vielleicht nach der Saison noch holen. Mir hat Schlotterbeck extrem gut gefallen. Mir hat ein Havertz, den ich auf der Liste habe, sehr gut gefallen. Niederlande verloren und England gewonnen. Unentschieden. Gut. Marius Wolf war gesperrt. Kolumani möchte wieder spielen. Gut. Ich gucke mal meine Transferzentrale. Weil ich habe hier so eine Wunschliste, eine kluge. Was Toni habe ich drin? Ja, dann gucken wir mal noch schnell in die Mannschaft rein. Wunschliste sitzen. Aber Rüdiger wird wahrscheinlich zu alt sein, oder? Leider keiner, der auf der Linksseite wird. Meistens haben gut gespielt. Ich bin halt ein bisschen am Überlegen, wenn man so holen könnte für die neue Mannschaft, für die neue Saison. Heißt ja nicht, dass ich sie alle holen muss, sondern dass ich sie halt gerne überlege, wenn ich mal so holen könnte. Leider noch kein Longevity flow. It's making pray for my demise. I'm the only one who had his eyes on the prize. They make a bit of money now they're thinking that we're size. I'd rather be overrated than overpaid than whatever you are. Look, I came from the store. Ja, müssen wir gucken, was am Ende rauskommt, was wir am Ende für Kohle haben. Wenn wir 500, 600 Millionen haben, kann man einen Großeinkauf starten. Dann weiß ich auch zumindest, dass ich ein paar Kandidaten hole. Weil da wird auf definitiv ein bisschen was tun. Gut, da bin ich raus heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Partie. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner ist. Polen. Das Spiel. Na gut, da bin ich raus heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Partie. Auf jeden Fall. Tschüss.